Moin moin und hallo zu einer weiteren Folge Let's Play Alan Wake. Und wir schalten die Kaffeemaschine ein. Kaffee läuft. Kaffee läuft. Toll, danke. Ich werde welchen brauchen, wenn ich das hier bis morgen fertig haben will. Ja, Kaffee ist nicht schlecht. Ich habe gerade die Coverentwürfe fertig. Sie liegen auf deinem Schreibtisch. Sag mir, wie sie sind. Im Ernst? Hätte nicht gedacht, dass du das so schnell schaffst. Ab und an. Okay. Mein Schatz. Dann schauen wir uns die doch mal an. Untersuchen. Die sehen super aus. Oh klar, bis Barry sie in die Finger kriegt. Was übrigens nur über meine Leiche passieren wird. Oh Barry, er hat angerufen. Okay, bin schon da. Bitte überprüf den Sicherungskasten. Ich bin hier, schon dabei, Schatz. Beeil dich. Ich bin hier, Süße. Okay. Natürlich. Schatz, das ist ein Stromausfall. Ich hab die Taschenlampe. Okay. So, wo bist du? Alles klar. Hi. Alles okay? Es tut mir leid. Ich hatte eben einfach Angst. Keine Sorge, wir holen die Kerzen raus. Yeah, und dann wird's gemütlich. Ich weiß, dass es dumm ist, aber es ist. Besonders, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin, weißt du? Es macht mir Angst. Ich liebe dich. Erzähl mir eine Geschichte. Okay. Als Kind hatte ich immer diese Albträume. Und auch Angst vor der Dunkelheit. Als es richtig schlimm wurde, gab mir meine Mutter einen alten Lichtschalter. Genannt der Klicker. Den Klicker, hä? Ja. Wann immer ich Angst vor der Dunkelheit bekam, konnte ich mit dem magischen Licht des Klickers die Monster vertreiben. Na klar. Hier ist er. Alan. Vielleicht hilft er dir auch. Ja, hübsche Geschichte, Schreiberling. Das hast du dir gerade ausgedacht. Nein. Nein, ernsthaft. Ich liebe dich. Auch wenn du ein Lügner bist. Dankeschön. Yeah. Und jetzt komm, hier Kerzenlicht und ab dafür. Action. War ja klar. Dann müssen wir uns die Action halt wieder im Wald holen. Wie geht's Ihnen, Mr. Wake? Ist Ihnen übel? Sind Sie desorientiert oder so? Mr. Wake, wie geht es Ihnen? Alles klar. Mir geht's gut. Meinem Kopf auch. Ich musste die Kopfschmerzen und den Gedächtnisverlust verschweigen. Sonst würde er mich ins Krankenhaus schicken. Ich konnte nicht ohne Alice hier weg. Sehr gut. Ich glaube, Sie haben keine Gehirnerschütterung, aber Sie haben ganz offensichtlich einen Schock. Sie sollten sich ein paar Tage ausruhen. Danke. Geht nicht. Meine Frau ist weg. Das war's. Werden die Schmerzen stärker oder zeigen Sie andere Symptome, kommen Sie einfach wieder vorbei. Alles klar. So, das war's dann. Alles klar. Ja, aber nicht. Ich muss meine Frau finden. Oh, da ist sie wieder. Geprüft haben, Miss Weaver. Alles scheint in Ordnung zu sein. Ich kann mir nicht erlauben, nachlässig zu sein. Alles klar. Wo ist diese Sarah? Hier nicht. Aber was liegt da? Manuskriptseite? Yay! Viele Leute fragen sich ja, wofür diese Thermoskannen sind, die man ab und zu mal im Wald findet. Oh, was ist das? Ja, Herr Mulligan. Ich bin mit Thornton bei Stuckys Tankstelle. Hier ist nichts von ihm zu sehen. Ende. Halt! Ja, hier, Thornton. Wir haben den Festwagen gefunden. Er ist hier. Das sind gute Neuigkeiten, oder? Stucky sollte ihn heute bei der Probe fahren. Ende. Her damit! Hier, Mulligan, sieht aus, als hätte jemand die Werkstatt verwüstet. Ende. Okay, verstanden, Jungs. Sucht weiter nach Stucky. Janes Ende. Tja, ich denke nicht, dass sie Stucky in der nächsten Zeit finden werden. Ah, Kaffee. Oh, wie gerne hätte ich jetzt wirklich einen Kaffee. Okay. Mr. Wake? Sheriff Breaker erwartet Sie in Ihrem Büro am Ende des Flurs. Alles klar. Was ich noch sagen wollte mit den Kaffeekannen. Wenn ihr wisst... Oh, ich komme gar nicht zum Erzählen hier, sag mal. Alles klar.
Wenn ihr wisst, wofür diese Kaffeekannen sind, die man ab und zu im Wald findet, schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ihr Telefon liegt auf dem Tisch. Der Akku war leer und ist jetzt wieder aufgeladen. Yeah. Suchen Sie schon nach meiner Frau? Meine Leute sind dran. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ich bin mir nicht sicher. Ich erinnere mich nicht. Wir haben uns gestritten. Ich bin aus der Hütte gelaufen. Die Hütte am Cauldron Lake? Wie kamen Sie zu Stuckys Tankstelle? Ich wollte ihr erzählen, was letzte Nacht passiert war, aber ich konnte nicht. Sie hätte mich weggesperrt. Entschuldigung, ich muss da rangehen. Genau. Hallo? Alan, bitte hilf mir. Alter. Reden Sie nicht mit der Polizei. Tun Sie, was ich sage, wenn Sie Ihre Frau wiedersehen wollen. Wer ist Oh mein Gott. Gehen Sie auf den Hinterhof. Links im Zaun ist ein Loch. Sehen Sie in der Schrottkarre nach. Ich habe Ihnen was dagelassen, damit Sie sehen, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Wenn Sie die Mr. Wade, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie mich im Elderwood Nationalpark, am Lover's Peak, um Mitternacht. Und keine Dummheiten. Wir beobachten Sie. Hey, Sie! Hey, können Sie das Licht anmachen? Die Deputies verstehen mich nicht. Alles klar, Kollege. Wir machen für dich auf jeden Fall das Licht an. Danke Mann. Sie sind in Ordnung. Normal, Mann. Ich kenne dein Problem. Alter, Dunkelheit ist scheiße. Ich kenne das Problem hier in Bright Falls, Alter. Wir müssen noch zusammenhalten, Keule. Liegt da noch eine Seite? Liegt da noch eine Seite? Ah, Manuskriptseiten geil. Schönes Ding. Ja, die Thermosflaschen. Das Morgenlicht tat meinen Augen weh. Mein Kopf tat weh. Der Mann am Telefon hatte gesagt, ich muss durch den Zaun links steigen. Jo, machen wir das doch mal glatt. Yes. Und. Killer. Und noch eine Manuskriptseite. Alles Führerschein lag auf dem Vordersitz. Der Anrufer meinte es ernst. Barry? Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Was zur Hölle ist... Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Die Polizeiwache verlassen. Aber erstmal hören wir nochmal ins Radio rein. Es war wieder eine lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich brauche ich meinen Schönheitsschlaf. Obwohl, eins noch, bevor ich gehe. Die Polizei hatte heute Nacht ganz schön zu tun. Es gab ein paar zerbrochene Fenster. Auf der Hauptstraße sollen sogar Schüsse gefallen sein. Die Deputies Mulligan. Ja, alles klar. Wird langsam langweilig. Die Polizeiwache verlassen. Okay, ich denke, dann müssen wir hier wieder durch. Ist ja auch geil, dass die Zellen direkt hier am Ausgang liegen. Oh. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice' Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Okay. Licht ausschalten? Nö, lassen wir an. Ich wollte nur den Schaden bereinigen. Ah, was ist hier jetzt schon wieder los? Bei ihrem letzten bedauerlichen Ausflug. Egal, wir sollen die Polizeiwache verlassen und das tun wir auch. Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo Sie wohnen, damit ich Sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Ganz ruhig. Da kommt Barry. Junge. Hey, keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haha.
Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Ha. Bring mich hier raus. Ja, aber schön gesessen und klatsch. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Hm. Hatte ich jetzt eigentlich auch gedacht, dass wir jetzt ich musste mit jemandem reden. Kurz ins ich Kittchen kommen. Alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lover's Peak verabredet, irgendwo im Elderwood-Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Ach, komm schon, ah. Mr. Wake. Yeah, Rose. Harry, Sie haben ihn gefunden. Hi, Rose. Oh, wow, ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rusty eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Hm? Bis später. Ja, Barry würde er mal gerne, ah. Wer ist Max? Who the fuck is Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was hinzukommt, ein Fan von dir. Sie hat sogar eine Fanseite für dich eingerichtet. Ah, yeah. Und sie war sehr hilfsbereit, bestimmt als ich nach dir Facebook-Seite. Gesucht habe. Bestimmt eine Facebook-Seite. Ernsthaft, Anna, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Oh, jetzt ist doch mal gut, Barry. Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry. Mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat Alice. Alles ist einfach... Weißt du eigentlich, wie es sich... Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst... Warte hier. Genau, warte hier, halt die Klappe. So, Junge, es ist fast geschafft. Und er redet auch. Hi, Rusty, stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber könnten Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Alles klar, gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Ernst, ey, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer. Und wer ist Hasenzahn, Charlie? Ja, ich ignoriere dich einfach mal. Ist das Hasenzahn, Charlie? Ich denke, das ist Hasenzahn, Charlie. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal. Du hast Rusty das gestoßen. Formular geben. Er labert mich immer noch voll. Warte, Junge. Alles klar. Hier. Formular. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Und wie komme ich zum Lover's Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Alles klar. So, die Schlüssel haben wir. Wir haben die Schlüssel auch diesmal. Wenn du mich verarschen willst, dann hat's geklappt. Haha, lasst uns Barry verarschen. Nicht von einer alten, komischen Lady bekommen, sondern von ihm, wo wir es auch bekommen sollten. Mann, Barry ist aber echt eine Quasselstrippe. Al? Wir sollten zum Sheriff oder zum FBI. Verdammt, Barry, sie töten sie. Das ist keine Diskussionsrunde, Barry. Ich gehe zum Lover's Peak und ich soll allein kommen. Okay, okay. Ich verstehe. Du bist mein bester Freund und ich fürchte, dass du durcheinander bist. Hm. Sag mir, was ich tun soll und ich tue es. Du bleibst hier und wenn ich morgen nicht zurück bin, ruf die Kavallerie. Gesundheit. Gesundheit. So, wir sollen zum Lover's Peak gehen. Diese Hinterwälder sind gefährlich. Yeah. Sie hassen Touristen. Beim Sterben ist jeder der Erste. Alles klar. Wir sollen zum Lover's Peak, genau, Gesundheit. Wir haben unsere Taschenlampe wieder, das heißt, es gibt wieder ein bisschen Action und nicht so viel Gerede. Aber leider erst in der nächsten Folge. Bis dahin, ich bin der Ted. Bis dann.